Und lasse genau in diesem Augenblick, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, deine Augen zufallen. Schließe sie sanft. Und richte mit diesem Zufallen deiner Augen all deine Aufmerksamkeit auf deine inneren Ebenen. Fühle einen kleinen Moment mal, wie es gerade im Moment in dir ist, just in diesem Augenblick. Und es ist ein Moment, in dem du dich selbst einmal in den Arm nimmst, dich wertschätzt und liebst für all das, was du tust. Die lichtgeistige Welt und die Arcturianer werden nicht müde, darüber zu sprechen, wie großartig all das ist, was die Menschen vollbringen, die voranschreiten. Du, meine geliebte Freundin, mein geliebter Freund, was hast du nicht alles an Wegen bereits geöffnet? Wie viel durftest du schon schauen? Wie viel bist du bereit zu tun, immer und immer wieder den Spuren der Liebe zu folgen? Und als Botschafter sage ich dir, als Stellvertreter, ich liebe, ich achte und ich ehre dich für jeden dieser Schritte. Und ich bitte dich, genau das Gleiche für dich selbst zu tun. In diesem kleinen Augenblick des Innehaltens, des Beginns, eines weiteren großen Schrittes, den du tust, innezuhalten und dich selbst und deinen Weg wertzuschätzen und zu lieben. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Fühle, wie dein Atem kommt. Fühle, wie dein Atem deinen Körper wieder verlässt. Atme in einen Rhythmus, so wie dies jetzt für dich richtig ist. Und lasse dich von deinem Atem bei jedem Einatmen tiefer tragen. Bei jedem Ausatmen sendest du ganz bewusst ein Stück deines Alltages mit fort. Alles, was du trägst in deinem irdischen Sein, all deine Aufgaben, all deine Verantwortung, darfst du jetzt an die Seite legen, atme sie aus, gib sie ab und gestatte dir eine Zeit lang, einmal mehr, ganz und gar göttlicher Mensch zu sein. Und so darfst du jedes Mal, wenn du einatmest, ein Stück weit mehr in dir versinken. Und jedes Mal, wenn du ausatmest, ein Stück leichter werden. Bei dir ankommen, in dir versinken, Atemzug für Atemzug.
Es ist ein bisschen wie eine Fahrt über einen energetischen See hin zu einem großen Licht. Dieses große Licht ist dein Herz, deine Herzensliebe, in die dich dein Atem nun führt. Es ist auch ein bisschen wie sich in seinen Atem hineinfallen lassen. Er trägt dich ganz zielsicher in die Mitte deiner Selbst hinein. Und auch wenn jetzt vielleicht noch der eine oder andere menschliche Gedanke vorüberzieht, so darfst du diesen lächelnd gleich wieder ziehen lassen und dich ganz und gar dem Licht und der Liebe deines Herzens widmen. Lass uns nun diese innere Versammlung noch ein Stück tiefer gestalten. Sprich mir dazu die folgenden Worte nach. Ich rufe jetzt all meine Chakren zusammen. Und vereine sie zu einem einzigen leuchtenden Chakra. Ich atme Ana, das Licht. Elixier, die Liebe. Solavana, den vollkommenen Ton in mich. Und weite mich mit jedem Atemzug. Und indem du diese Worte gesprochen hast, haben sich alle Ströme in dir zu einem einzigen großen liebenden Strom vereint. Lenke nun deine Aufmerksamkeit auf dein Herz. Dort, wo der Mittelpunkt, das Zentrum deiner Mitte, das Zentrum deines vereinigten Chakra ist. Lenke auch ganz bewusst deinen Atem dort hinein. Über deinen Atem fließen nun diese Kristalle der Wirklichkeit, Wirklichkeitsenergien, in dein vereinigtes Chakra ein. Und dehnen es aus. Jedes Mal, wenn du einatmest, wirst du ein Stück lichter, ein Stück heller, ein Stück strahlender. Es ist wie eine Sonne, die mit jedem Einatmen größer wird. Und so darfst du dich nun voll und ganz diesem vereinigten Chakra widmen. Atme. Atme dich größer und weiter und strahlender, bis die Sonne deiner Chakren deinen Körper verlässt und sich in dein Lichtfeld ausdehnt und dich in ihrer Mitte geborgen trägt,
genährt und vollständig geschützt. Dies ist die Basis deiner inneren Versammlung, der fruchtbare Boden, auf den nun gleich in wenigen Augenblicken die Worte und die Energien von Muata und allen beteiligten Wesenheiten fallen werden. Öffne dich und lasse dich nochmals tiefer fallen. Ich bin Muata und ich grüße dich mit den Worten Oma Tassat und den arcturianischen Tönen Hantaya. Beides sind Töne, Schwingungen, Frequenzen, die bedeuten, dass wir dein Licht, all das, was du bist, ehren, achten, sehen und lieben. Und wenn Muata davon spricht, etwas zu achten, zu ehren, zu sehen und zu lieben, so schließt dies all das ein, was seit Anbeginn der Zeit geschehen ist. Es ist eine große Gruppe, die sich zusammengefunden hat. Und Muata ist voller Freude, in dieser Gruppe sprechen zu dürfen. Jedes einzelne Licht dieser Gruppe ist einst erschaffen worden. Ist erschaffen worden von den hohen Wesenheiten und ist erschaffen worden in einem Bad der Schwingung und hat in diesem Bad der Schwingung seine Aufgabe erhalten. Und seit diesem Augenblick, seitdem du erschaffen wurdest, folgst du den Spuren der Liebe immer und immer wieder. Jedes Licht tut dies auf seine eigene Art und Weise, entsprechend seiner Aufgabe, entsprechend seiner Prägung, entsprechend aber auch der Zeit, in der es gerade verweilt. Wenn also Muata davon spricht, dich zu sehen, dich zu lieben, zu achten, wahrzunehmen als göttliches Licht, so schließt dies alles ein, was vom Zeitpunkt deines Erschaffens für eine bestimmte Aufgabe auf deinem Weg in Hingabe an genau diese Aufgabe
geschehen durfte. So viele Male hast du einen Körper gehabt. So viele Wesen durftest du kennenlernen. So viele Zeitepochen hast du durchlebt. Unzählige. Und wenn Muata davon spricht, dich zu lieben, zu achten, zu ehren, so ist damit jede einzelne Zeitepoche gemeint, jedes einzelne Element deines Weges bis zum Jetzt-Augenblick. Viele von diesen Zeitepochen liegen für dich noch im Verborgenen. Manch ein Schleier durfte bereits gehoben werden. Es ist jetzt eine Zeit angebrochen, in der sich all das, was du bist, und du würdest sagen, all das, was du warst, vereinen darf. In dieser Vereinigung all dessen, was du bist, liegt eine große Kraft inne. Und gleichsam ist dies ein Weg, der geöffnet wird. So viele Elemente der vielen Wege miteinander zu vereinen. Es ist wie ein Pfad, der einmal angelegt von vielen beschritten werden darf. Muata ist voller Freude, genau diesen Pfad mit dir zu initiieren. Muata ruft dazu, deinen goldenen Engel in dir. Er ruft deinen inneren Heiler. Und er ruft deinen Schutzengel. Denn dies sind die Wesen, die entscheiden, welche Energien in welchem Augenblick zu dir getragen werden dürfen. Es sind die Lenker deiner Energien. Und so erscheinen diese drei Wesen nun in deiner inneren Wahrnehmung und beginnen, ein Feld zu öffnen um dich. Es ist wie eine energetische Blase, die in deinem Inneren geöffnet wird und sich ausdehnt in dein Lichtfeld und immer größer wird und immer größer wird und immer größer wird. Es ist ein hellweiß-goldenes Licht. Dass diese drei Lichter nun für dich entstehen lassen, um dich darin zu betten. Verweile eine kleine Zeit lang, bis dieses Feld vollständig ist. Es wird sehr groß werden, denn es hat die Aufgabe, für dich all das aufzunehmen,
was wir öffnen dürfen. Als du erschaffen wurdest, wurdest du als pures Licht erschaffen, von zwei lichten Wesenheiten, die dich in einer bestimmten Frequenz badend mit Prägungen für deine Aufgabe und deinen Fähigkeiten ausgestattet haben. Dieses Licht bestimmt bis zum heutigen Tag all deine Wege, all das, was du bist, all das, was du erleben durftest, all dein Lernen, all dein Tun. Und gleichsam liegt darin auch das, wofür du erschaffen wurdest, was deine größte Aufgabe ist. Und jetzt in diesem Augenblick, da das Feld um dich genährt und groß ist, erscheinen vor dir die beiden lichten Wesenheiten, die dich erschaffen haben, die dein Licht erschaffen haben. Du würdest sie deine energetischen Eltern oder Ursprungseltern nennen. Und sie kommen nun zu dir in diesen weiß-goldenen energetischen Raum. Vielleicht kannst du sie als Licht wahrnehmen oder als Gestalt. Sie werden nun sich hinter dich stellen und sie werden dir energetisch ihre Hände auf die Schultern legen und dich in diesem Augenblick und mit diesem Tun ganz kraftvoll mit dem Feld verbinden, aus dem du stammst, in dem du erschaffen wurdest, und gleichsam in die tiefe Liebe eintauchen lassen, in der du erschaffen wurdest. Es ist der Moment deiner Schöpfung, der jetzt geöffnet ist. Und vielleicht kannst du wahrnehmen, wie vor dir
ein Licht entsteht. Dieses Licht steht für den Beginn all deiner Inkarnationen, für deinen Weg. Von deinen Ursprungseltern fließt nun in dich und über dich in dieses Licht vor dir, wie in deinen Weg hinein, Energie, Liebe, Kraft, Zuversicht. Es ist so, als wenn dein Weg bis zum heutigen Tag mit einem starken Licht erfüllt wird. Sieh zu, wie es geschieht. Es entsteht vor dir. Jedes Licht, das erschaffen wurde, hat Zeiten mit Körper und ohne Körper verlebt. Jedes Licht war in allen wichtigen Zeitepochen dabei und hat diese Zeitepochen durchlebt. Jedes Licht kennt die Sternenvölker und hat sie besucht, manchmal mit und manchmal ohne Körper. Und so breitet sich vor dir jetzt der Weg aus, den du gegangen bist, und die wichtigsten Stationen darin. Und Muatar sagt dir mit einem liebenden Lächeln, es ist nicht wichtig, welche Inkarnation du gerade siehst oder welche Zeitepoche gerade berührt wird von dem Licht, das sich ausbreitet. Wichtig ist allein, dass du in diesem Augenblick weißt, dass dein gesamter Weg, all das, was du erleben durftest, all deine Vorbereitung, all deine Erkenntnis, in diesem Augenblick noch einmal geliebt, geschätzt, gesehen wird. Und mit einem starken Licht verbunden. Und es ist möglich, dass du in diesem Augenblick Bilder siehst. Denn wenn dieser starke Strom des Lichts eine Zeitepoche berührt, die jetzt für dich geöffnet werden darf, so geschieht Folgendes. All die Kraft, all die Ideale im Sinne des Dienen des höchsten Lichts, all die Magie, all die höchste Erkenntnis fließen ein und werden so zu dir getragen, wie dies jetzt für dich richtig ist. Und dieser Strom kann sich dir durchaus in Bildern oder in Empfindungen zeigen. Und immer breiter und immer lichter wird dieser Strom. Es ist ein bisschen wie, wenn du an dem Weg, den du gegangen bist, all die Blumen wieder einsammelst, die du gepflanzt hast. Einst.
Fühlst du, wie dieser Raum sich mehr und mehr füllt, in dem du bist? Wie mehr und mehr Energie einfließt aus all den Zeiten, die nun für dich geöffnet werden? Du hast auch Zeiten bei uns verbracht. Wir kennen dich gut und du kennst uns. Viele von euch sind uns liebend, achtend, ehrend, sehend und wertschätzend verbunden. Denn auch wir haben gemeinsame Erinnerungen. Dies macht es uns möglich, mit vielen Menschen, die so wie du jetzt auf dem Pfad des Lichtes und der Liebe sind, Kontakt aufzunehmen. Denn unser Ruf, unsere Liebe, unsere Wertschätzung enthält ein Schwingungsmuster, das du kennst. Wenn ein Mensch sich an die Arcturianer wendet, um Kontakt aufzunehmen, um Botschaften zu empfangen, um zu reisen, so wird das Licht für dich da sein, der Arcturianer oder die Arcturianerin, die dich am besten kennt. Es ist dann ein Wesen, mit dem du Erinnerungen teilst, mit dem du gemeinsam Zeiten verbracht hast. Manchmal eine innige Bindung entstanden ist, doch stets eine große gemeinsame Wertschätzung. Diejenigen von euch, die entschieden haben, in den Reihen der Miana, der arcturianischen Völker, einen Körper zu haben, um gemeinsam mit uns die gleichen Erfahrungen zu machen, haben eine besonders starke Bindung, fühlen uns besonders gut. Blicke nun vor dich. In der Mitte ist dein Weg, der nun strahlend hell erleuchtet ist, bis zum heutigen Tag. Links und rechts erscheinen nun Arcturianer oder Arcturianerinnen. Drei Lichter, die jetzt auf dich zukommen. Es ist vor allem das Licht, das dich am besten kennt, das an anderer Stelle persönlicher Betreuer oder persönliche Betreuerin benannt ist. Und dazu zwei weitere Wesen, mit denen du ganz besondere Erinnerungen teilst. In den Zeiten bei uns liegt
wie in manch einer anderen Zeitepoche eine große Kraft inne. Denn die Inkarnationen bei uns unterliegen keinem Schleier, sondern schulen im Sein in einem Körper in vollständigem göttlichen Bewusstsein. Und so wie deine Ursprungseltern nun immer noch hinter dir stehen, die Hände auf deinen Schultern, voller Liebe für dich, so stehen nun vor dir drei arcturianische Lichter, drei arcturianische Wesen, die nun ein Erinnerungsfeld öffnen für dich. Und Muata bittet dich, alles freizugeben. Lasse die Energien jetzt zu dir fließen. Und auch hier ist es möglich, dass Bilder entstehen oder Töne zu dir getragen werden. Du vielleicht sogar Elemente aus diesen Zeiten noch einmal fühlen, erkennen, durchleben darfst. Und gleichsam wird all das, was aus diesen Zeiten du an Blumen am Wegesrand für dich hinterlassen hast, all das fließt nun in dieses große, weiß-goldene Behältnis. Und mach dich noch größer und noch weiter. Genieße diese Zeit. Lasse dir in diesem Augenblick sagen, dass wir voller Freude sind, den Weg von jedem Einzelnen begleiten zu dürfen. Dass wir voller Freude sind über jeden Schritt der Erkenntnis, den ihr geht. Und dass wir voller Liebe sind für jeden Einzelnen von euch. Und nun ist der Moment gekommen, in dem Muata noch einmal die Worte sprechen möchte, Omar Tossat, und die Worte Han Taya. Und in diesem Augenblick wirst du fühlen und erkennen, was in diesen Worten liegt. Und während diese offenen Erinnerungsfelder nun dich nähren, möchte dir Muata sagen,
was mit all dieser Energie geschieht. Erinnere dich, diese Kugel des Lichts, dieses Behältnis haben dein Schutzengel, dein goldener Engel, dein innerer Heiler für dich erstellt. Und wenn sich nun die hohen Wesenheiten wieder zurückziehen und auch wir Arcturianer uns wieder zurückziehen, so werden es diese drei Wesen sein, die all dieses Licht einfügen werden. Dies wird nicht sofort geschehen, sondern es wird nach und nach einfließen. Es wird in dir diesen Pfad, den du bereits gehst, verstärken und dich kraftvoller voranschreiten lassen und dich ein Stückchen mehr den Spuren der Liebe folgen, die dich zu dir selbst, aber auch in die Vereinigung all dessen trägt, das ist. Und so sage ich dir noch einmal, Omar Tassat, Hantaya, und grüße damit dein Licht und ehre es und achte es und wertschätze es, jeden einzelnen Schritt, den du getan. Moata, der sprach. Meine Lieben, nun dürft ihr ganz sanft die arcturianischen Lichter, die vor euch stehen, liebevoll umarmen, verabschieden. Sie sind jederzeit für euch anrufbar. Ihr müsst sie nur rufen. Doch jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem sie sich zurückziehen werden. Denn all das, was sie überbringen durften heute, ist jetzt überbracht. Und auch die hohen Lichter, die dich erschaffen haben, die hinter dir stehen, die ihre Hände jetzt von deinen Schultern nehmen, nehmen dich jetzt noch einmal in den Arm. Und auch diese Wesen sind jederzeit für dich anrufbar. Und wenn du diese Wesen rufst, so trittst du erneut ein in deinen Ursprung, in dem du erschaffen wurdest. Es verbleiben dein Schutzengel, dein goldener Engel, dein innerer Heiler, als Lenker der Energien. Und es verbleibt dieses große Behältnis um dich, voll mit Blumen, die du einst selbst gepflanzt und jetzt eingesammelt hast. All dies wird nun die nächste Zeit in dich fließen, gelenkt von diesen drei Lichtern. Vertraue und es wird geschehen.
Nun darfst du dich an deinen Atem erinnern und daran, dass du einen Körper hast. Lasse deinen Atem nun wieder kräftiger werden. Bringe Leben und Gefühl in deine Arme und in deine Beine. Wackle ein bisschen mit deinen Füßen und mit deinen Händen. Nimm noch drei tiefe Atemzüge und komme mit diesen wieder ganz im Hier und im Jetzt an. Und du darfst an dieser Stelle sehr, sehr gerne ein goldenes Ananascha, ein goldenes Miocha in irgendeiner Form deine Liebe und deine Dankbarkeit aussenden an die Lichter, die dir heute so viel übertragen haben. Dankbarkeit ist der Schlüssel, ihr Lieben. Und mit diesen Worten sage ich dir auch Ananascha Miocha, danke, dass ich all dies heute zu dir bringen durfte. Ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass dies eine große Gnade ist, die mir widerfährt und die nur möglich ist, indem du dabei bist. Ananascha Miocha.